Der BB Radio Mitternachtstalk mit Jens Hermann. Täglich von 0 bis 2 Uhr. Promis mal anders. Mit Geschichten, die ihr so noch nicht gehört habt. Max Mutzke ist bei mir im BB Radio Mitternachtstalk und diesmal begrüße ich ihn gleich als den besten Sänger, den wir in Deutschland so haben. Weil letztes Mal hat er gesagt, Mensch, wieso eigentlich einer der? Ich möchte gleich als bester Sänger begrüßt werden. Das klingt so sympathisch, wenn du mich so vorstellst. Vielen Dank. Max Mutzke, einer wirklich mit einer begnadeten Stimme, muss man so sagen, der sich auch nicht in irgendeine Schublade schieben lässt. Also du sagst, du bist eigentlich von der Funkmusik gekommen und jetzt hast du ein riesiges Spektrum. Ja, und einen riesigen Speck, weil ich komme aus dem Schwarzwald. Und da hat man auch riesige Schweinehälften in der Räucherkammer hängen. Aber auch ein Spektrum, weil tatsächlich ich irgendwann festgestellt habe, dass sich ja Musik gar nicht in Schubladen denken lässt, weil wenn du zum Beispiel nur Soul-Musik sagst, das ist so mein Hauptgericht, ich vergleiche auch tatsächlich Musikrichtungen mit den Landesküchen und dann auch einzelne Musikstile wieder mit Lieblingsessen. Wenn man mal sagen würde, Soul-Musik, mein Lieblingsessen wäre italienisch, dann ist italienisch Soul-Musik, aber du kannst im Italienischen eine Pizza essen, eine Lasagne, Nudelgerichte, du kannst aber auch Salt in Bocca essen, Fleisch, kannst eine Risotto essen. Es ist ja alles da. Rotwein trinken, Weißwein trinken, Bier trinken. Im Italienischen kannst du, Krapper ist es, ne? Mhm. Und so ist es bei der Musik auch. Also Soul-Musik ist von Stevie Wonder über James Brown, die sowieso schon so unterschiedlich sind. Dann kommt noch jemand wie Al Green, Marvin Gaye, Bill Withers dazu, Prince. Das ist ja alles Soul-Musik. Und das lässt sich eben nicht in eine Schublade stecken, finde ich. Und das kannst du wieder mischen innerhalb der Landesküche, italienisch sozusagen. Und du kannst aber auch anfangen, wenn Jazz dann vielleicht französisch ist, dann kannst du auch Italienisch und Französisch kombinieren. Und so ist es halt eben auch. Du kannst Jazz mit Soul, du kannst Rock mit Soul, Pop mit Soul. Deswegen kann man das nicht in Schubladen stecken. Ich finde das ganz schwierig. Weißt du, dass das noch nie jemand so schön erklärt hat wie du? Echt? Mit Essen, das ist also wirklich auch ein nachvollziehbares Beispiel. Ach schön, siehste, und ich habe mir das auch überlegt, weil ich im Kulinarischen nämlich auch so experimentierfreudig bin und tatsächlich dachte ich, da kann man das ganz Gute, aber schön, dass du sagst, danke. Deine Mama war damals Schauspielerin, also das schauspielerische Talent hast du auch ein bisschen mitgekriegt, ne? Also, ich würde nicht sagen, dass ich schauspielerisch latent habe. Wenn man auf einer Bühne sieht, wie Max Mutzke agiert, dann sieht man aber schon, dass so ein bisschen dieses, ich stelle mich mal hin und mach was, das ist schon in dir drin. Das ja. Das ist ja bei vielen Menschen, die auf der Bühne stehen, das ist ja etwas, guck mal, Nervosität, habe ich mir mal erklären lassen, ist ein Zeichen vom Unterbewusstsein an deinen Körper, dass das, was du gerade machst, lebensgefährlich ist. Nämlich, du sonderst dich aus der sozialen Struktur aus und stellst dich vorne, oben, irgendwo über alle, wo der Fressfeind dich als erstes kriegt, auf dich wird er aufmerksam. Ne? Also quasi die Maus, die rausgeht und sich vor alle stellt und laut quietscht, die holt der Mäusebussard zuerst. Und das ist tatsächlich ein Signal wohl vom Unterbewusstsein. Nervosität bedeutet, du gehst aus der Komfortzone raus, versteck dich lieber in der großen Masse. Ne? Und Künstler, die gerne auf die Bühne gehen, haben diesen Schutz nicht. Am Anfang hat man das auch, aber das geht weg. Das geht richtig weg. Und irgendwann musst du da hoch und willst diesen Vogel eigentlich provozieren, weil du hast so Bock, da rauszugehen und vor einer Masse an Menschen zu stehen und auch mit denen zu arbeiten. Weil du merkst, nämlich umso lockerer du bist, und umso mehr das deins ist, umso geiler lieben das die Leute. Das Wichtigste ist immer nur, und das habe ich gesehen, wenn ich im Publikum stand bei Künstlern, wenn die authentisch sind und man denen wirklich abkauft, was sie sagen. Und da ist der Inhalt nicht mal so das Entscheidende, sondern es geht um die Attitüde auf der Bühne. Und wenn die natürlich ist, dann hat man so Bock, den Leuten zuzuhören. Ich habe irgendwann ein Konzert gesehen von einer Newcomerin, ich weiß nicht mehr, wer das war. Die hat einfach nur gesagt, ja, den Song habe ich geschrieben. Ich glaube, ich lag in der Badewanne und dann habe ich irgendwas gehört und dann war das und dann habe ich darauf und so. Und das war eine ganz, wenn man die so erzählt, die Geschichte war total langweilig eigentlich, aber sie hat so süß erzählt, dass man einfach ihr so an den Lippen hing und dann hat man den Song ganz anders gehört und das hat so Spaß gemacht und das sind ja solche Momente, die in einem auch so eine Erkenntnis auslösen und wo man denkt, okay, alles, was mit Kunst zu tun hat, kann wahnsinnig inspirierend sein. Ein Besuch im Museum, ein Film, ein Buch, ein Theaterstück, eine Oper oder eben ein Konzert. Und dann ist man sich bewusst, egal was die Leute, die da unten stehen, beruflich machen. Ob sie selbst in der Kunst sind oder ob sie Lehrer sind oder Finanzbeamter oder auf dem Bau arbeiten oder wie auch immer. Es kann für das eigene Leben immer super inspirierend sein, was auf der Bühne passiert. Aber nur dann, wenn es halt echt ist und authentisch ist und sympathisch ist. Und dann macht es wahnsinnig Spaß. Also ich glaube, da spreche ich mal für uns beide. Wir mögen das, auf eine Bühne zu gehen und wir werden dann halt auch gefressen. Damit muss man halt leben. Genau. Du musst halt, die Fressfeinde sind halt dann Presse und wie auch immer. Und auch natürlich das Privatleben, was darunter leidet, wenn man viel unterwegs ist. Aber dieses Risiko gehen wir halt nun mal ein und gehen damit ja auch um. Max Mutzkes musikalische Karriere begann 2004 mit Can't Wait Until Tonight, nachdem Stefan Raab damals gesagt hat, Mensch, das ist ein Mann, den man fördern muss. Und dann kam das erste Album 2005 raus.
Mittlerweile Album Nummer 9 und in dieser Zeit ist ja so viel passiert. Was waren denn für dich in dieser Zeit die prägendsten Erlebnisse? Da werde ich oft gefragt, welche Zusammenarbeiten, Kooperationen viele in mir ausgelöst haben und was ich mir immer gewünscht habe. Letztendlich sind es Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Also es gibt Zusammenarbeiten, die plötzlich zu wahnsinnig dicken Freundschaften führen. Also ich habe, einer meiner allerbesten Freunde ist tatsächlich Tim Melzer, der einfach plötzlich bei mir an einem Konzert stand in Berlin und einfach dachte, er hat noch Zeit, das Konzert von Max Mutzke ist nicht weit, gucke ich mir mal an, mal gucken, was passiert. Unser Starkoch. Ja, und wir sind seitdem wirklich sehr, sehr, also er kommt zu mir in Schwarzwald zum Wandern oder wir gehen zusammen in Urlaub und wenn ich in Hamburg bin, ist es nicht selten, dass wir bei ihm zu Hause kochen. Cool. Also wir sind wirklich richtig dick befreundet. Tatsächlich gibt es das in vielen Bereichen wieder, so Freundschaften, die sich plötzlich aufgetan haben und Kooperationen, die entstanden sind, weil man einfach die Fühler immer offen hatte und sich nicht nur für Künstler aus meinem Genre begeistern konnte, sondern eben auch für mal einen Saxophonisten wie Klaus Doldinger, ist ja einer der ältesten und erfolgreichsten Musiker weltweit, ne? Ist ein Jazz-Saxophonist, der in München, bei München lebt und der über 2000 Kompositionen veröffentlicht hat in seinem Leben. Der hat die Melodie für Tatort geschrieben, für Unendliche Geschichte, für Ocean's 13 mit George Clooney, für Das Boot, ne? Und wenn man mit solchen Leuten plötzlich arbeiten darf, das sind absolute Highlights für meine Karriere und für mein persönliches, also wie so ein Ritterschlag, weißt du? Das sind so Ritterschläge. Also Klaus Doldinger ist ja wirklich einer der größten Jazzmusiker, die wir haben in Deutschland, aber du hast ja auch schon mit anderen Orchestern gespielt. Also die großen Orchester liegen dir, glaube ich, auch sehr gut, ne? Ja, wir haben ein klassisches Album gemacht aus dem Album Max, was ich gemacht habe, aus dem auch der Song Welt hinter Glas oder Unsere Nacht. Unsere Nacht ist ja ein Appell an ein buntes Deutschland. Also das ist ja auch ein ganz großes Thema bei uns Musikern allgemein, bei Künstlern sowieso, dass man immer an eine bunte Gesellschaft plädiert. Aus diesem Album haben wir ein großes Orchesteralbum gemacht und da waren wir mit 80 Leuten auf der Bühne und spielen seitdem mit vielen Orchestern auch deutschlandweit und teilweise europaweit. Das macht großen Spaß. 9 Alben, das ist mittlerweile auch schon eine riesige Songliste. Gibt es so Sachen, die du in jedem Konzert immer dabei haben musst, weil die einfach dazugehören? Gibt es. Can't Wait Until Tonight ist mit dabei, ne? Auf jeden Fall gibt es mittlerweile in ganz, ganz wahnsinnig vielen Versionen, in großen Big Band-Versionen. Das sind ja dann quasi diese, weißt du, so Jazz-Versionen mit großen Bläsersätzen. Es gibt es in ganz kleinen Besteck, es gibt es mit dem großen Orchester. Natürlich auch Welt in der Glas, ein Song, den ich immer dabei habe. Ein Song, den ich für Caroline Kebekus geschrieben habe, ist So viel mehr für einen Kinofilm. Einer der schönsten Songs habe ich mit Clouseau zusammengeschrieben. Der ist fast immer dabei. Schwarz auf Weiß ist dabei. Das ist mein Song, den ich aus der Schulzeit mitgebracht habe in meine Karriere. Das war die erste Single nach Can't Wait Until Tonight, der dann gleich gezeigt hat, okay, Max hat mit Can't Wait Until Tonight Englisch gestartet und direkt der nächste Song ist ein deutscher Song und ab dem Moment hat sich's immer abgewechselt. Dann war Marie Marie ein Riesenhit, dann gab's Welt hinter Glas, super war und na ja, so geht das halt dann vor. Also es gibt so ein paar Sachen, die man gemacht hat. Und dann gibt es auch Songs, die ich mir als Covernummern mal irgendwann auf ein Album geholt habe, die auch irgendwie zu meinen geworden sind. Me and Mrs. Jones von Billy Paul ist eine Nummer, die ich ganz, ganz viele Jahre gepflegt habe, wo viele Leute in Deutschland dachten, es wäre ein eigener Song, weil der einfach so alt ist, dass den wenige kannten. Auch so ein Song wie Creep von Radiohead oder wir haben bei der goldenen Kamera Hurts, Everybody Hurts von R.E.M. gespielt und das sind so Songs, die nimmt man dann mit, weil die so bestimmte Momente haben. Ich habe aber für Barbara Schöneberger in der NDR Talkshow The Way We Were von Barbara Streisand gesungen, weil die Redaktion gesagt hat, ey, die sind voll der Barbara Streisand-Fan und wenn du für die ein Geschenk machen willst, außerhalb deiner Single, dann sing das für sie. Und dann haben wir das gemacht und dann habe ich das bei der nächsten Platte, das war die Orchesterplatte, arrangieren lassen für ein 80-köpfiges Orchester, damit wir das spielen in der Elbphilharmonie. Und wer ist nicht gekommen? Die Barbara konnte an dem Tag nicht etwas moderieren. Ich habe sie aber gerade vorher gesehen. Wir haben gerade vorher noch gesprochen. Das ist eine gute Freundin von mir tatsächlich. Und das gibt solche Momente, die sind einfach großartig und Songs, die man dann immer mit den Momenten verbindet und mitnimmt. Letztens war Kollege Sascha hier, der normalerweise ja immer in Englisch gesungen hat und auf einmal macht er jetzt ein deutsches Album und da findet sich komplett neu. Bei dir ist es so, dass du in beiden Sprachen komplett zu Hause bist. Das finde ich toll. Ja, weißt du, weil ich bin mit Musik aufgewachsen, die nur englischsprachig war und ich finde, das ist halt eine Sprache geworden, die ich am Anfang nur gesprochen habe. Also nicht, dass ich Englisch gesprochen hätte, dafür ist es viel zu schlecht, aber gehört habe ich in Englisch und gesungen, auch wenn ich so als Kind noch kein Englisch konnte und irgendwas so vor mir hergesungen habe, was kein Lied war, war es immer Englisch gemeint. Verstehst du, was ich meine? She had a candle long, you wear the greenery und so, ne? Und dann später erst habe ich den Zugang zur deutschen Sprache gefunden und ich möchte beides gerne machen, weil man in beiden Sprachen einfach unterschiedlich klingt. Ein Beispiel, wenn ich das Wort Love singe,
dann ist es gibt es vielleicht im Sächsischen, aber nicht im Deutschen eigentlich. Und deswegen klingst du nie so wie auf der englischen, wie mit englischen Worten, weil die Phonetik ist eine andere, nehmen wir auch die Mundmotorik eine andere. Und ich gefalle mir aber auf beiden Sprachen selber sehr gut. Release-Datum vom 9. Album ist September 2018. Das Album heißt Colors und ich meine, die erste Auskopplung daraus, Zugabe, die geht schon mal in meinen Gehörgang rein und nicht mehr raus. Ach, danke. Auch eine schöne Geschichte dahinter. Ja. Es ist so, dass wenn du auf der Bühne stehst, dann ist der große Fehler, der dir aber ganz leicht passieren kann, dass das Publikum als eine Masse wahrnimmst, wie ein großer Organismus. Das ist falsch. Es sind viele Individuen und ob das jetzt 100 sind oder 10.000 sind, jeder Einzelne hat sich eine Karte gekauft, hat sich einen Parkplatz gesucht, ein S-Bahn-Ticket gezogen, hat einen Babysitter organisiert, sich nochmal frisch gemacht für die Show, Freunde mit eingeladen oder versucht zu überreden, ist früher von der Arbeit weg, was auch immer, um dieses Konzert zu sehen. Und also musst du jeden Einzelnen, der da ist, dem musst du sehr dankbar sein, dass der das macht und Geld dafür bezahlt. Also er kommt ja nicht, weil er Geld bekommt, sondern er zahlt ja auch noch dafür, für diesen ganzen Aufwand. Und er hofft sich damit, was mitzubekommen, was ihn inspiriert in seinem Leben und glücklich macht, auch wenn es nur diese 2,5 Stunden sind. Und dann stehen die da und du suchst dir immer, also ich mache das immer, ein paar Leute raus, mit denen ich flirte. Das können Jungs sein, die Spaß haben, das kann ein Pärchen sein, das da rumknutscht. Es kann mal, wenn nichts anderes da ist, auch eine Frau sein. Aber in dem Fall ist es eine Frau und es geht darum, dass man diese ganze Show, die man da spielt, die Show, also ich habe den Song ja Zugabe und in Klammer Show meines Lebens genannt, weil man dann quasi jemanden gefunden hat im Publikum, der einen so unfassbar inspiriert, dass man sagt, hey, die Show ist gerade nur für dich. Und die nächste Strophe geht dann los, Schlafzimmer, Show meines Lebens. Das bedeutet, die Leute verstehen schon, okay, da ist noch mehr gegangen nach dem Konzert. Und es wird dann in der Bridge, so nennt man diesen Teil, der immer im Song ein bisschen rausfällt, da ist die Beziehung in einem Zeitraffer erklärt. Wir lieben uns, leben uns, haben uns, heben uns auf. Wir fühlen uns, fordern uns, fehlen uns, geben uns auf. Das ist so quasi, dass man dann, wenn man das weiß, ach krass, okay, die sind wirklich zusammengekommen, aber die haben sich auch irgendwie aufgegeben, weil die dritte Strophe dann damit anfängt, es war zu laut bei uns zu Hause und dann wussten wir es auch ohne zu reden. Was wir da abgezogen haben, war vielleicht die größte Show unseres Lebens. Also das heißt, wir haben uns eigentlich die ganze Zeit was vorgemacht. Ich war ein anderer als ich. Ja, ich war ein anderer, aber ich war ein anderer als ich einfach. Und der letzte Refrain fängt dann damit an, dass das dann doch wieder sehr, sehr positiv gemeint ist. Ey, gib mich nicht auf und nimm eine Zugabe, du weißt genau, was ich zu tun habe. Das heißt, komm, lass uns aufhören, was vorzumachen. Lass uns richtig reingehen in die Sache. Und dann wird aus so einem Flirt von der Bühne plötzlich vielleicht die Beziehung des Lebens und die Show des Lebens. Und wer schreibt solche Texte? Ich habe den geschrieben mit Keno Langbein in dem Fall. Ich habe ja für dieses Album, haben wir ja nur Hip-Hop-Tracks genommen, die wir zu Soul-Songs zurückgeholt haben oder umgebaut haben zu Soul-Songs. Und die eigenen Songs, die ich geschrieben habe, zu Dir komme ich heim und eben Zugabe, da war mir wichtig, dass das auch Hip-Hop-Tracks sind. Weil das Konzept des Albums war. Aber die Songs gibt es ja nicht, die habe ich selbst geschrieben. Aber ich habe sie immer mit einem Rapper. Ich habe 3 Songs geschrieben mit 3 verschiedenen Hip-Hopern, mit 3 verschiedenen Rappern auf Backtracks von Hip-Hop. Und dann, als die Texte fertig waren, haben wir die recovered für unser Album. Und die gibt es quasi nur in der Soul-Version. Ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen Lust gemacht auf das Album Colors. Also bitte aber erst nach Ende dieser Sendung einschalten, weil hier muss man noch ein bisschen dranbleiben. Ja, bitte. Ja, und nicht vergessen, Max Mutzke und Monopunk am 2. Februar, 20 Uhr in Berlin, im Columbia Theater. Das ist auch ein schönes Theater. Da klingt das natürlich noch mal ein bisschen schöner als in einer ollen Garage zum Beispiel. Ja, hoffentlich. Ich war noch nicht drin, aber wir werden auf jeden Fall mit großem Besteck kommen, weil wir dieses Bühnenprogramm und die Musiker quasi um das Doppelte erhöhen müssen, um dieses Album wiederzugeben. Wir werden den Look komplett ändern und das hat viel, viel Tourproben mit sich gezogen und viel Liebe zum Detail. Dann machen wir schon mal ein Kreuzchen in den Kalender hinein. 2.2.2019, 20 Uhr, Columbia Theater, Berlin. Max Mutzke war heute bei uns im BW-Radio Mitternachtstalk. Hoffentlich bald mal wieder. Unbedingt, das war sehr, sehr schön. Wenn du in der Nähe bist, na, wenn du nicht gerade irgendwo auf einer Bühne stehst. Guck dir den Mond an. Ist das nicht die Laterne hier bei uns vor dem Ach ja, das ist es. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, tschüss, tschüss. Ciao. Der BB-Radio Mitternachtstalk mit Jens Hermann.